willkommen bei Wetter Online. Frostbeulen wie ich können in den kommenden Tagen die Jacke weglegen. Denn es wird von Südwesten Schritt für Schritt wärmer und sogar die 30-Grad-Marke wird für einige geknackt. Allerdings sieht es ab der zweiten Wochenhälfte auch wieder gewittriger aus. Am Sonntag wird es im Südwesten am schönsten. Dort sind bei längerem Sonnenschein Höchstwerte über 25 Grad drin. Vor allem in der Mitte, aber auch in Bayern ziehen bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken einzelne Schauer oder auch Gewitter durch. Meistens trocken, aber zeitweise auch wolkig bleibt es im Norden. Am Montag kommt die warme Luft aus Südwesten weiter nach Norden voran. Oft ist die Sonne zu sehen, etwas mehr Wolken ziehen im Norden gegebenenfalls auch am Alpenrand durch. Dort sind auch letzte Schauer nicht ausgeschlossen. An den folgenden Tagen wird es noch etwas wärmer und häufig freundlich. Der Höhepunkt wird voraussichtlich Mitte der Woche erreicht. Die ersten Gewitter nähern sich aber schon wieder aus Westen. Am Donnerstag kann es dann in großen Teilen des Landes krachen. Wo und wann es letztlich gewittert, das erfahren Sie frühzeitig, zum Beispiel über die Wetter-Online-App.